der Ärzte, Psychiater in Königswetter. Ja, ja. Ich arbeite also eng. Und meine Madame, die mich hier beklaut hat, auch sexuell fremdgegangen ist, die bringe ich insgesamt nach Königslutter. Das weiß sie auch. Deswegen ist sie verschwunden, weil sie tierischen Schiss vor mir hat, weil sie nämlich weiß, ich bin in der Lage, sie operativ nach Königslutter zu verfrachten. Wie macht man das denn? Ich wollte auch mal meinen Vater dorthin bringen, der ist auch schon so merkwürdig. Das erste, ja, mein Vater ist auch schon so merkwürdig. Ja, ich würde sagen, dann schickt man deinen Vater erst zu mir. Da muss er auch selbst. Ich werde mit ihm ambulant zunächst mal was machen, weil ich auch ein bisschen Geld verdienen will. Ich habe nicht die höchste Gebührentabelle wie andere. Als Kommunist will ich ja nicht reich werden. Schickt ihn erstmal zu mir, bevor ich ihn dann vielleicht, wenn ich merke, er ist ein ganz schwieriger Fall, ambulant bringt nichts mehr, er muss stationär behandelt werden. Schick ihn erstmal zu mir. Rüdigerstraße 10, Klaus Höhn, kommunistischer Psychiater. Oh. Telefon 237-9944. Termine nach Vereinbarung. Und Gebühren nehme ich zwischen 15 und 30 Euro. Je nachdem, was dein Vater im Portemonnaie hat, maximal 30. Also Hartz IV wird er wohl nicht haben, oder? Dein verrückter Vater, wie du gerade sagst, hat der Hartz IV? Oder verdient der mehr? Hat er Rente? Oder eine gute Rente? Wenig Rente? Oder Armutsrente? Oder reiche Rente? Was hat er? Der kommt doch nicht freiwillig. Ich wollte ja nur mal wissen, wie man das macht. Ja, dann musst du ihn ein bisschen bearbeiten. Dann führst du ihn mal zu mir. Oder wir machen es so, wir machen einen Termin und du führst mich erstmal zu ihm in seiner Wohnung. Trink mal einen Tee und dann mache ich mal so ein Bild von ihm. Wir haben doch einen Bauernhof. Ja, ist doch wunderbar. Ich war da früher auch in der Landwirtschaft. Ich kenne mich auf dem dörflichen Charakter sehr gut aus. Kenn mich im Kuhstall, dann werde ich mich mit deinem Vater im Kuhstall unterhalten. Und machen wir von ihm dort ein psychisches Bild. Im Beisein der Kühe oder der Bullen. Ja, das hier mit jemandem, du das mal. Ich will mit drauf sein. Läuft. Oh, Braunschweig. Ich sage immer, Braunschweig ist eine Riesenklapse. Ohne Dach, unter freiem Himmel. Ja. Da ist Königslutter noch gesund dagegen. Das ist meine Auffassung natürlich. Oh, ja. Je mehr ich meine psychiatrischen Beobachtungen im Straßenbild von Braunschweig mache. Das ist eine Riesenklapse. Und andere sagen mir auch, mir hören, sie haben recht. Hier laufen so viele Chaoten rum, die müssen eigentlich alle weggebunkert werden. In Braunschweig. Ich rede jetzt von Braunschweig. Ja. Ist mal ein Elefant drauf? Ja. Ja. Ist der Elefant drauf? Also du wohnst jetzt in der Rudolfstraße? Nein, Rüdigerstraße im Siegfeldviertel. Rüdigerstraße, neben der Kirche St. Georg sozusagen. Donnerburgweg. Ist eine schöne Wohngegend, edel. Ist die beste Wohnung, die ich bisher in Braunschweig habe. Beste, bei der Nibelungen Wohnungsbau AG. Zwei Zimmerwohnungen, 41 Quadratmeter. Wie gesagt, die eine Hälfte ist Psychiatriepraxis, die andere Hälfte ist PDS, Parteibüro. Ja, ist gemischt. 50% so, 50% so. Ich mache einerseits Psychiatriearbeit, auf der anderen Seite arbeite ich der Linkspartei zu. Und zwar in direkten Kontakt mit der Parteizentrale in Berlin, Karl-Liebknecht-Haus in Berlin. Die schicken mir euch mal Material. So, jetzt sing noch mal ein Lied. Jutta möchte gerne. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale bestimmt des Menschen Recht. Völker hört. Ja, da kriegt die NPD Schiss. Das weiß ich. Da kriegen die Nazis Schiss. Ja, weil ich auch zur Waffe greife. Wenn es sein muss. Ja, nicht. Ja. Ja, und ich fühl mich sehr wohl. So, ja. Verdammt wohl. Entspricht genau meiner Persönlichkeit. Die lebe ich jetzt voll aus, ja. Volle Pulle. Und du brauchst also. Ohne Rücksicht auf Verluste, ja. Du brauchst noch keinen Viagra? Nee, überhaupt nicht. Noch nicht? Nee. Gar nicht. Er braucht noch keinen. Ich würde gerne wieder mit Rea Vögeln.